Es hätte alles so schön sein können. Für 14 Millionen Euro wird im fränkischen Fürth ein neues Sportzentrum gebaut, inklusive Dreifachturnhalle. Und mit einer schicken Dachkonstruktion, die dem ganzen Projekt die Krone aufsetzen soll. Doch dann das. Das markante Membranendach fällt beim Brandschutztest leider durch. Und ein rettender Plan B scheint derzeit zumindest nicht in Sicht. Die fränkische Stadt Fürth hat sich eine schicke neue Sporthalle gegönnt. Der Clou ist das Dach. Nicht irgendein Dach gegen Regen und Kälte. Nein, eine extravagante Deckenkonstruktion musste es sein, einmalig in Deutschland. Doch die Decke ist mit Pauken und Trompeten durch den Brandschutztest gefallen. Ich finde es eigentlich schon hanebüchen und unverschämt. Überall zwickt und klemmt, niemand hat Geld. Und dann ist man nicht in der Lage, vorher sowas abzuklären und zu prüfen. Ja, es ist skandalös. Frechheit irgendwo, dass das nicht vorher irgendwo gemerkt worden ist. Seit 2001 laufen die Planungen für die neue Sporthalle. Sie soll die alte und marode Halle direkt gegenüber ersetzen. 12 Jahre später beginnen endlich die Bauarbeiten. Stolze 14 Millionen Euro steckt die Stadt in den Neubau. Das Dach ist eine einzigartige Spezialkonstruktion, so noch nie gebaut. Innen muss die Decke mit einer besonderen Folie und Dämmmaterial abgehängt werden. Sieht schick aus, doch Anfang Juli rasselt die komplette Decke durch den Brandschutztest. Der Innenausbau wird sofort gestoppt. Zum Schulbeginn im September sollte hier Sportunterricht stattfinden. Das hat sich bis auf Weiteres erledigt. Die Vorzeigesporthalle wird zum Planungsdesaster. Also ich bin einfach etwas schockiert, dass ja eigentlich Fachleute das geplant haben und dass diese Fehlplanung jetzt auf dem Rücken der Schulkinder halt ausgetragen wird. Das ist eine Katastrophe, wenn so etwas passiert. Naja, wir finden das natürlich schon traurig, weil unsere Kinder ja betroffen sind, wenn jetzt die Sporthalle nicht fertig ist. Natürlich fühlt man sich da ein bisschen veräppelt. Im Fürther Rathaus weist man jede Schuld weit von sich. Die Fehler habe man nicht erkennen können, schließlich sei die Stadt nur der Auftraggeber. Wir haben eine klare Verantwortungsteilung. Wir bestellen ein Werk, das muss baubar sein. Und wenn eine Planung geliefert wird, die das nicht erfüllt, dann ist das eine fehlerhafte Planung. Aber warum bestellt man eine Halle mit so einer Decke? Viele Fürther sind bedient. Es ist ja wahrscheinlich auch keine drohe Schuld. Das ist ja das Nächste. Ne? Das wird hier und her geschoben, vielleicht geht es vor das Gericht. Und dann dauert es nur mal 2 oder 3 Jahre. Schlimm. Der kleine Mann bezahlt, die Politiker entscheiden es und am Schluss ist es eine Baustelle über ewige Zeit. Die Stadt bemüht sich um Schadensbegrenzung und der Architekt um eine Lösung für seine Deckenkonstruktion. Was das zusätzlich kostet und ob die Halle überhaupt jemals eröffnet wird, kann derzeit niemand sagen. Gut möglich, dass die Fürther Sporthalle auch noch vor Gericht landen wird.